Hallo liebe SVE-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe TV Elfen Nachschuss. Ja, wir haben heute zwei Gründe zu feiern. Zum ersten hat unsere Elf das letzte Testspiel gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach mit 1:0 gewonnen. Und zudem haben wir auch noch ein kleines Stadionfest gefeiert. Wir feiern die Saisoneröffnung mit unseren Fans, mit groß und klein, mit buntem Rahmenprogramm. Und ja, wir haben die Eindrücke und die Stimmen zum Spiel für euch zusammengefasst. Viel Spaß! Die SVE feiert Familienfest und Saisoneröffnung in einem und gewinnt am Ende mit 1:0 gegen den Nachwuchs aus Gladbach. Zufrieden mit dem heutigen Tag? Ja, überwiegend schon. Ich denke, wir haben ein interessantes Spiel gesehen. Der Gegner hat uns sehr gefordert. Haben ganz gute Kombinationen gehabt, aber der Gegner hat auch nicht ganz so viel zugelassen. So viel Spielfreude hatten wir zwar, aber wir konnten uns auch nicht so knallhart durchsetzen. Gegen Ende der zweiten Halbzeit hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten, auch das zweite Tor zu machen. Das hätte uns dann noch gut getan, da hätten wir noch ein bisschen souveräner spielen können. Aber für uns war es wichtig, dass alle gesund aus diesem Spiel rauskommen, dass wir ein ganz gutes Gefühl mitnehmen Richtung Gießen. Ich glaube, das ist gelungen mit einem 1:0-Sieg gegen einen starken Gegner. Für dich ja auch gewissermaßen eine kleine Reise in die Vergangenheit. Viele Menschen, die dich gegrüßt oder umarmt haben. War das schön, heute so ein Erlebnis nochmal zu haben? Ja, ich war gerne in Gladbach, verfolgt das noch. Sympathisiere auch noch mit diesem Verein. Das ist ein toller Club, tolle Menschen, die dort arbeiten und mit mir zusammen eine Zeit verbracht haben. Insofern war das ein tolles Wiedersehen und es ist immer schön, wenn man dann irgendwann wiederkommt und man freut sich. Ja, und das war so, das war sehr herzlich heute und dementsprechend habe ich das auch genossen. Jetzt wird es aber ernst, die Vorbereitung ist vorbei. In einer Woche kommt Gießen zum ersten Heimspiel. Wie heiß seid ihr als Mannschaft oder du als Trainer? Ja, ich glaube, das war jetzt vor dem Spiel schon zu erkennen, dass irgendwo diese Freude da ist. Jetzt geht's los, jetzt spielen wir hier auch im Stadion den letzten Test. Das Gefühl, es kann ein Meisterschaftsspiel sein, das kam schon heute auf. Und deshalb ja, glaube ich, dass die Mannschaft extrem heiß ist, noch eine gute Trainingswoche hinzulegen und dann Gießen zu empfangen. Vielen Dank. Danke. Kamera da, Kapitän da, aber auch SVE-Reporter da. Herzlich willkommen, Luca Dürholz. Zum Abschluss der Vorbereitung 1:0 gegen Gladbach. Wie bereit ist die Mannschaft für den Saisonauftakt nächste Woche? Ja, ich glaube, man hat gesehen, dass die defensiven Abläufe auf jeden Fall funktionieren. Gladbach ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Die zweiten Mannschaften sind immer sehr spielstark. Da haben wir die Null gehalten. Nach vorne hatten wir auch unsere 3-4 Aktionen, wo wir vielleicht auch das ein oder andere Tor mehr machen könnten. Also ich glaube, es war ein ganz guter Test. Unter der Woche wurde bekannt, dass du neuer Kapitän wirst. Wie gehst du dieses Amt an? Ja, ist natürlich eine Ehre für mich. Freut mich auch, muss ich sagen. Und ich habe Lust auf diese Aufgabe. Und ich hoffe, ich kann dafür sorgen, dass die Mannschaft jedes Wochenende hungrig ist und die 3 Punkte haben will. Jetzt geht es gleich nochmal raus. Autogramm schreiben mit den Fans. Bisschen Saisoneröffnung feiern, hast du letztes Jahr ja auch schon miterlebt. Wie viel Spaß macht das? Ja, ich glaube, das ist immer ein schönes Event. Die Fans lernen uns kennen, wir lernen die Fans kennen und für die Kinder ist auch immer einiges dabei. Also ich glaube, das ist immer eine gelungene Aktion. Heute in der Woche, du hast schon angesprochen, kommt Gießen hierher zum Heimspiel. Wie blickst du auf dieses Spiel? Ist ja nur noch 7 Tage hin. Ja, wir haben uns jetzt detailliert noch nicht darauf vorbereitet. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unser Spiel durchbringen, dass wir
hinten kompakt sind, hinten geschlossen. Das hat man gesehen, dass es heute gut funktioniert hat. Und ich glaube, nach vorne werden wir immer unsere Chancen kriegen. Vielen Dank.